Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7. So, folgendes, wir sind in der Stadt hier, Canyon Island, irgendwas mit Canyon. Was war denn das gerade für ein Rutschen? Mensch, ich habe so viel zu tun, ich brauche noch mehr Hilfe, Murmelbeschwer. Dann werde ich dich jetzt hier erstmal blocken an dieser Stelle. Okay. Ja, nee, dann mach weiter. Obwohl die Wohnung auch eigentlich überschaubar ist, aber guck mal hier, Feuerholz. Ne, ist Dynamit, ne? Oh. Ah, hier wird schon... Ach, das ist das Geräusch. Ich dachte, ich bin hier über den Boden geschlittert. Ne, die ist am Kochen. Was gibt's Schönes? Okay, kann ich mich schon mal hinsetzen? Okay, ich bin ruhig, aber... Hier oder da? Schwaffe und Spitzhacke. Hat schon Reinhard Grebe gesungen. Erotische beim Kochen ist das Zubehör. So, ist halt die Frage, erstmal ein Leiter hoch oder... Na komm. Glaube erstmal die Leiter. Ne, dann gucke ich doch erstmal zur Seite raus. Dachte, jetzt gibt es hier ein Erdbeben. Ja. Wir haben bloß ein bisschen zu viel Nachtisch gefuttert. Wir haben ein bisschen zu viel Substanz. Ah, stimmt, da hatte ich jetzt auch gar nicht nachgeguckt, aber wird schon. Wo sind wir denn? Ach, da. Ich dachte ganz oben, aber... Diese Ansicht, ey. Wie, und jetzt? Kann ich jetzt nur anders angucken, oder was? Na gut, dann gehen wir doch die Treppe hoch. Musik finde ich hier cool. Die ist relativ entspannt. Allgemein, Final Fantasy hat eine richtig gute Musik. Vor allem einfach, ne? Einfach, aber genial. Mich so schwer mit den Rendersequenzen. So, warte mal, das ist jetzt eine Tür oder was? Das hier. Ja. Und was ist das andere? Haben wir hier? Ein unüberwindbarer Durchgang. Okay. Und hier? Ist das noch eine Tür? Dass du dahinter gehen konntest, das war jetzt aber wirklich... Also könnt ihr mir nicht erzählen, dass das irgendwie zu sehen war. So, also komme ich jetzt rechts raus oder was? Ah ne, okay. Ah ja. Oh, hier ist Red. Nee, was? Nana. Nagasaki. Oh, oben die Etage. Oh, ist das geil. Ist cool gemacht. Okay. Das ist ein Uropa. Red sagt Ben. Das ist Bugenhagen, mein Großvater. Er ist ein Phänomen. Er weiß alles. Was sind die Lottozahlen für den nächsten Freitag Euro-Jackpot? Bugenhagen sagt, ich habe gehört, dass du dich ein wenig um Nanaki gekümmert hast. Ja. Guter Freund. Freunde machen sowas. Nanaki ist auch ein Kind, musst du wissen. Aber ist ja kampferprobt tatsächlich. Red sagt, das kannst du nicht sagen, Großvater. Ich bin 48. Naja. Alter, ist ja nur eine Zahl. Nanakis Stamm zeichnet sich durch außergewöhnliche Langlebigkeit aus, okay? Hört sich an, als wäre es ein Material oder ein Gegenstand. Mit seinen 48 Jahren entspricht er also in etwa einem gewöhnlichen Menschen im Alter von 15 bis 16 Jahren. Okay. 15 bis 16? Was, das schockiert dich jetzt daran, oder was? An allem, was er dir gerade erzählt hat. Er ist ein stiller, tiefer Charakter. Du dachtest, er wäre erwachsen. Überzeugt Großvater. Ich wäre so gerne ein Erwachsener. Beschwer dich doch nicht. Ich will erwachsen werden, damit ich dich und das Dorf beschützen kann. Ah ja, das geht erst mit 80. Nein, Nanaki. Du kannst jetzt noch nicht auf eigenen Füßen stehen. Der ist doch mit mir gekommen und gereist und der war doch Experiment bei den Shinra und... Es würde dich langfristig zerstören. Na gut.
Das ist halt die reale Welt, ne? Deswegen spielen wir ja schon Videospiele. Sich nach dem Himmel strecken, gar der großen Stadt Midgard die Sterne stibitzen. Man kennt das nicht, wahr? Ein schlechtes Vorbild. Wenn man zu viel nach oben sieht, verliert man die Perspektive. Wenn die Zeit zum Sterben für diesen Planeten gekommen ist, wirst du erkennen, dass du nicht das Geringste weißt. Die Zeit zum Sterben, sagt Ben? Das kann morgen sein oder in 100 Jahren, aber es ist nicht mehr lang hin. Woher weißt du das, sagt Ben? Ich kann den Planeten klagen hören. Die Musik hat aufgehört, ne? Flamme geht aus. Ben sagt, wie das? Die Atmosphäre gerade ist der Hammer. Planeten werden geboren und Planeten sterben, solange die Sterne am Himmel zu hören sind. Was war das? Dinos. Das war ein Aufschrei dieses Planeten. Hast du es nicht gehört, als wollte er sagen, es schmerzt, ich leide. Wird sagt, sie befinden sich auf einer Reise zur Rettung des Planeten. Zeig ihnen doch mal deine Apparatur. Bugenhagen sagt, zur Rettung des Planeten? Aber andererseits kann es auch nicht schaden, wenn er sich meine Maschine ansieht. Bugenhagen. Da sind ein paar sonderbare Gestalten gekommen. Voll unsensibel. Bugenhagen sagt, überall wimmelt es plötzlich von ihnen. Achso, ich dachte, das war auf uns bezogen. Wird sagt, ja, und seine Freunde auch. Ich gehe sie holen. Und seine Freunde auch? Ich gehe sie holen. Hat doch auf uns bezogen, oder was? Jetzt lass mich doch nicht mit einem alten Mann alleine. Wird sagt, Ben, bitte ruf einen von ihnen herein. In Großvaters Maschine haben nur 3 Leute Platz. Darf ich jetzt entscheiden, mit wem ich gehe, oder was? Keine Sorge, meine Maschine läuft nicht weg. Geh und hol deine Freunde herbei. Okay. Das ist also dein Schlafzimmer. Zeig mal her. Ich kann ja wirklich bis so. Okay. Aber machen kann ich hier jetzt noch nichts. Ne. Okay. Und dann werden wir mal einen Freund mitnehmen. Oder eine Freundin. Wann gibt's da. Oh. Weiß halt nie, wie weit kannst du gehen. Liegt da irgendwas? Okay. Aber was für eine schöne Wohnung, ne? Da würde ich auch wohnen wollen. Das war ein bisschen blöd bei der Möbelauswahl. Musst du halt vorwiegend die Sonderanfertigung nehmen, ne? Hier komme ich. Hier komme ich runter. Ja, okay. Weil ist halt, ne, mit den Schrägen und alles, aber ich meine Couchbett. Braucht nicht viel, um zufrieden zu sein, muss halt wirklich mal sagen. Keine Sorge, okay. Immer noch selbe Text, dann werden wir mal hier Freund oder Freundin uns besorgen. Und hier ist dann die Tür oder was? Anscheinend, ja, okay. Ja, Freund ist. So, warte mal, das. Achso, vielleicht kann ich jetzt hier lang. Ne. Das ist verboten. Ich glaube, muss ich jetzt runter, ne? Oder geht's hier irgendwo rein? Ich sehe es nicht. Nö. Okay. Kam aber sehr verzögert, das Geräusch. Ah, okay. So, vielleicht kann ich mit ihm hier nochmal quatschen.
Diese. Okay. Kraftkleber, Kraftkleber. Ne, hier war nix. Sag gerne mal Bescheid bei den Glyphen, die wir aufgenommen haben. Glyphen. Bei den Substanzen. Das wäre super, super lieb. Das Mystifizieren, was ich da machen soll. Okay. So, okay, das haben wir alles. Dann holen wir mal irgendwie einen unserer Freunde. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles gesehen in der Stadt. Wo finde ich denn die? Warte mal, Bird stand doch da oben, ne? Aber wo ist der Rest meiner Leute? Bin ich falsch alles abge... Was ist denn hier unten eigentlich? Da war auch ein Gasthof. Ah, okay. Oh, dann sitzt ja auch noch beide nebeneinander. Ja, ich nehme doch mal das Getränk, Herr Ober. Wie wär's mit unserem Original? Ja, mal rein da. Sache, die Hände hören auf zu zittern. Er ist ein Partei mit drei Personen bilden. Juffi ist mir immer noch so ein bisschen suspekt. Könnte aber natürlich unsere Freundschaft festigen. Na. Ja, komm, nehmen wir Iris und Tiffa. Und tauschen die beiden aus. Okay, schwierig. Auswählen mit Starttaste. Okay, na, wer lesen kann. Ah, okay. Okay. Dann wähl doch aus. Okay. Achso, es sieht mir so aus, als kämpfen wir dann, oder was? 25, 25, 24. Tiffan Eos ist eigentlich so ein bisschen drüber, ne? Also, ne, das wäre ein bisschen viel Heal-Leistung. Was ist denn das für eine Entscheidung jetzt schon wieder? Was mache ich? Ist das jetzt sowas, ah, wen magst du lieber, oder ist das sowas, ey, mit wem willst du kämpfen? Und warum muss ich dann jetzt überhaupt wieder neu auswählen, wenn es nur, ja, mit wem willst du kämpfen ist? Ja, jetzt schau mich doch nicht so an. Geht's dir gut? Okay. So, wir haben Mystifizieren als Substanz. Da haben wir die. Ja, wählen wir irgendwas aus. So, die Frage, genau, wir haben jetzt hier, das ist der Kodereif und der ist doppelt, oder was? Ausrüsten. Ne, der ist auch normal. Dann würde ich ja hier definitiv mal das hier nehmen. Das Silberarmband. Genau, sehr gut. Und hier, jetzt haben wir alle und wieder her. Ne, hatten wir vorher auch schon. Das hier und dann würde ich hier mal. Hier MP plus, wie viel macht das? 10. Ja, 10%, ne? Haben wir oder nicht haben. 10%. Ja, aber der Geist so. Ja, wohl, kannst du viel steigern. Wenn das 20, 30, 40, 5, wenn das 50% wären, ist das der Überhammer. Das ist ja eigentlich noch mehr als die HP. Verwirrung. Das bin ich öfters, das würde zu mir passen. So, jetzt ist halt die Frage, zweite kriegt dann. Tiffa oder was? Hast du? Normal hast du drin? Bird hat ja auch normal drin, hat hier vier Schächte. Er hat beide die vier Schächte-Dinger, ne?
Aber Silberarmband wäre ja auch. Warte mal, ist aber normal. Normal gegen normal getauscht. Genau, sehr schön. So, Eis und Element. Dann machen wir folgendes: Wir nehmen hier Elemente raus und das ist in alle, was auf Stufe 2 ist. Ich würde ja mal alle von Ben tatsächlich nehmen. Man kriegt nämlich Element. Warte mal, hier war doch noch mal ein alle zu viel. War hier nicht A hier? Okay, alle. Ja, sind Stufe 3 schon. Ah, das hier. Da packen wir Elemente hin, einfach nur zum Hustle halt da. Und Tiffa kriegt Eis und alle. Weil dann wird es ein bisschen rumeisen und dann ist auch gut. Ja, finde ich gut. Ja, ihr fasst euch wahrscheinlich an den Kopf, aber ja, gut. So was zu machen, ne? Also, Barret konnte ich ja hier mitnehmen. Ja, passt schon. Das mit Iris tut mir wirklich leid, aber es war. Naja, gut. So, jetzt werden wir wieder den beschwerlichen Weg hier antreten. Ich bin so gespannt auf das PS2 Final Fantasy, Final Fantasy 10, ne? Weil das war damals, ne, von Final Fantasy halt, wie gesagt, vorher noch nie gespielt. Aber war eine Sache, wo ich mir gesagt habe, so. Ja. Das war so der erste, wovon ich so richtig mitbekommen habe, wo ich mir dachte, so, ja, würdest du gerne mal spielen. Ne? Aber habe ich nie. Und ich kenne tatsächlich keinen, der Final Fantasy gespielt hat. Tatsächlich nicht. Ja, passt. Da hoch. Ja. Alle hatten so gehört von Final Fantasy, aber keiner hat's gespielt. Und für Resident Evil waren die aber auch noch zu jung, haben sie gesagt. Also meint, naja, hat der große Bruder gespielt. Und so die engsten Freunde sind ungefähr 5 Jahre älter als ich. Also 33, aber meinten, waren zu jung. Oder waren sehr ängstlich. Vielleicht habe ich sehr ängstliche Freunde. Pungang sagt, hierher. Die Tür ist offen, kommt herein. Können wir nochmal einen Beruhigungstee hier nehmen? Nee. Ja, ich denke mal hier. Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut. Okay. Aber er schwebt halt auch wirklich, ne? Ja, okay. Scheint so, als hättest du jetzt alles beisammen. Fangen wir also an. Stelle mich dorthin. Okay. Mach das. Wow. Okay. Tifa sagt, toll, das ist wie das echte Weltall. Punghang sagt, schon ganz schön gut, das ist. Was? Schon ganz schön gut. Das ist mein Labor. Alle Mechanismen des Weltalls sind in diesem holographischen 3D-System abgespeichert. Kann der Sound jetzt mal aufhören auf dieser Seite? Das ist ein bisschen sehr laut. Tifa sagt, schau, schau, eine Sternschnuppe. Also nicht mal eine Mine verzogen. Wahnsinn. Tiffa, oh, das ist verblüffend. Also ich habe gerade wieder überlegt, wie viel Inhalt auf einer CD drauf ist. Ist eine CD von was, 3 oder 4? Tiffa sagt, oh, das ist verblüffend. Bunghang sagt, ja, das hat was, nicht wahr?
Also kommen wir zur Sache. Boonghang sagt, früher oder später muss der Mensch sterben. Was geschieht mit ihm, wenn er tot ist? Jetzt wird's philosophisch. Der Körper verwest und kehrt zu dem Planeten zurück. So viel ist allgemein bekannt. Was ist mit dem Bewusstsein, dem Herzen, der Seele? Auch die Seele kehrt zu dem Planeten zurück. Und nicht nur die Seele des Menschen, bei allen, was auf diesem Planeten existiert, ja, bei allen Lebewesen des Universums ist es genauso. Die Geister, die zu dem Planeten zurückkehren, verschmelzen miteinander und durchstreifen den Planeten. Sie wandern umher, vereinen und teilen sich und bilden einen Strom, den sogenannten Lebensstrom. Lebensstrom, das ist, anders ausgedrückt, der Weg, den die Energie der auf dem Planeten umher wandernden Seelen beschreibt. Spirituelle Energie, das ist ein Wort, das ihr euch gut einprägen müsst. Ein neues Leben. Kinder werden mit spiritueller Energie ausgestattet und in die Welt eingebracht. Dann kommt die Zeit, da sie sterben. Und sie kehren wiederum zu dem Planeten zurück. Natürlich gibt es bestimmte Ausnahmen. Aber das ist im Großen und Ganzen das Prinzip, nach dem die Welt funktioniert. Ich bin abgeschweift. Ihr werdet mich besser verstehen, wenn ihr euch das hier anseht. Ein sogenannter Erdläufer. Aber cool gemacht. Sie ist in China gestorben, in Afrika auch gemacht. Spirituelle Energie ermöglicht die Existenz aller Dinge, Bäume, Vögel und Menschen. Aber nicht nur die Existenz von Lebewesen. Spirituelle Energie ermöglicht ebenso die Existenz von Planeten. Was passiert, wenn diese spirituelle Energie verschwindet? Ist das schön gemacht, ey. Oh. Verstehe. Boonghang sagt, dies sind die Grundlagen des Studiums des Planetenlebens, okay? Wenn die spirituelle Energie verloren geht, bedeutet dies die Zerstörung unseres Planeten, sagt Ben. Spirituelle Energie ist wirksam, weil sie in der Natur vorhanden ist, sagt Boonghang. Wenn die spirituelle Energie gewaltsam extrahiert und industriell verarbeitet wird, kann sie ihren eigentlichen Zweck nicht erfüllen. Ja. Du beziehst dich jetzt auf die Makroenergie, nicht wahr, sagt Ben. Tag für Tag ziehen die Makroreaktoren spirituelle Energie an sich, sodass sich deren Menge verringert. Die spirituelle Energie wird in den Reaktoren komprimiert und zur Makroenergie verarbeitet. Dadurch werden sämtliche Lebewesen aufgebraucht und um ihre Lebensfähigkeit gebracht. Das heißt also, dass durch die Makroenergie letztendlich der Planet zugrunde gerichtet wird. Schön aufgebaut, die Geschichte dahinter. Die Geschichte der Planeten und derer, die mit ihnen lebten. Willst du mehr erfahren, dann musst du den Worten des alten Volkes lauschen. Geil. Okay. So, Iris, erzähl uns was. Die haben ja nicht mal mitgenommen. Ja gut, die ist ja vom alten Volk. Die wird das schon alles wissen. Diese Maschine kann nur ich bedienen. Okay, ich wollte nur mal gucken, was der Knopf macht. Nanaki? Sein Vater soll ein Feigling gewesen sein? Das ist es also. Nanaki hatte es die ganze Zeit vermutet. Dir auch noch schönen Tag. Ja.
Aber waren da, also diese Cutscenes waren sehen, ach Gott, jede Schwierigkeit, die Cutscenes wahnsinnig aufgebaut. Genial. Richtig, richtig gut. So, hat sich jetzt oben irgendwas ergeben? Ich hoffe nicht. Weil ich würde mich jetzt mal in diese Richtung begeben. Könnte da oben irgendwas sein? Eigentlich nicht. In der Kuppel waren wir. Was sollte da oben sein? So, was haben wir hier? Nach wie vor nichts. Lesen, was da ist, kannst du auch nicht. Kannst jetzt hier irgendwie rumgehen? Dass sie da oben irgendwas freigeschaltet haben, aber glaube ich nicht. Naja, das müsste irgendwie eine Funktion haben. Komm, einmal gucke ich hin. Ich würde es bereuen, wenn ihr dann sagt, ja, da oben war jetzt das, nachdem du das Ganze gemacht hast. Wollte eigentlich direkt ganz hoch, aber ja, gut. Wo war denn jetzt nochmal der Ausgang? So, hier konnte man auch hoch. Wie bin ich denn zum Ausgang gekommen? Okay. Ich glaube, ich weiß wieder wie. So. Gibt es jetzt hier irgendwas? Kannst du mir noch nicht erzählen, dass es hier nichts gibt? Es wäre zu einfach, ne? Ja, yeah, okay. Irgendwo anders glaube ich ja auch nicht. Ne, 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 ne. Okay. Okay. Na gut, gehen wir wieder raus. Die Frage ist jetzt, wohin? Ne, also ich würde jetzt erstmal ganz raus. Hat sich im Innen oder so irgendwas angedeutet? Ich werde mal mit Aeris versuchen zu quatschen, ne? Alte Volk. Mal sehen, ob er hier was Neues erzählt. Geht nicht auf, weil Bungehagen sie versiegelt hat. Mit Kraftkleber. Die Textur ist voll krass von der Tür. Okay. Jetzt stehen wir beide nebeneinander. Kennt ihr den Film Männer, die auf Ziegen starren? Der war richtig gut. Und Ewigkeiten her, wo ich den gesehen habe. Sollte man sich vielleicht nochmal angucken. Bist du vom alten Volk? Ne, immer noch am Kochen. Die zieht aber auch durch. Kennt da nix. So, der Typ pennt noch. Da hatten wir aber schon auch. Die Frage ist, ob du jetzt, weil du eingekauft hast, da jetzt vielleicht hochkommst, weil irgendwie sieht es so aus, als könntest du. Na gut. Finde die Holzbauten voll schön. Okay. So, Barrett stand hier hinten, ne? War der nicht hier links? Aber wie vorhin nicht mehr da, erzählt er was anderes jetzt? Okay. Und dann auch vielleicht nochmal, kann ich den Kindern immer noch vieles beibringen. Okay, wir haben Gäste, gut. Ich weiß. Du bist hierher gekommen, um mich was zu fragen. Nicht wahr, stimmt's? Ja, es geht um das Preis, sondern. Sorry, ich habe den Anfang auch nicht ganz mitbekommen, weil ich dachte, er erzählt dasselbe, wie er vorhin erzählt hat. Mit diesem gut, irgendwie was. Ja, es geht um das verheißene Land. Alter Hago sagt, das verheißene Land, du willst also was darüber wissen. Ich sehe. Es gibt keinen einzelnen Ort, der das verheißene Land heißt. Das ist meine Meinung. Okay. Nein, nein, es existiert ganz bestimmt. Das kann man auch sagen. Um es anders zu sagen, für uns existiert es nicht. Aber für das alte Volk gab's es. Das verheißene Land ist die Ruhestätte des alten Volks. Ah, das Leben der Angehörigen des alten Volks ist eine kontinuierliche Reise. Eine Reise, auf der Bäume und Pflanzen gepflanzt werden, auf der Tiere gehalten werden und Vögel und Makroenergie generiert wird. Ihre harten Reisen gingen ihr ganzes Leben lang weiter. So, und durch die Makroreaktoren funktioniert das Ganze nicht, wie uns ja oben gerade erklärt wurde.
Der Ort, zu dem sie nach ihrer Langreise zurückkehrten, und ihre Grabstätten sind im verheißenen Land. Okay, also es gibt einen Teil der Welt, aber der ist eigentlich prinzipiell vom Ort her egal, sondern eher halt wirklich die Reise, dass die gestört ist und dadurch die nicht zu ihrer Ruhestätte kommen. Habe ich jetzt da rausgehört. Was? Höchste Glückseligkeit? Ich glaube, dass die Angehörigen des alten Volkes in dem Moment, in dem sie zu ihrem Planeten zurückkehren konnten, von ihrem Schicksal erlöst wurden und höchste Glückseligkeit erfuhren. Das ist zumindest meine Meinung. Ich weiß wirklich nicht, ob es immer noch stimmt. Übrigens, die, mit denen du gekommen bist, sind alle bei der Kosmoflamme. Geht ihr weg? Ah, zum weißen Land. Okay, so, wir wissen jetzt wohin. Ja, passt schon. Ja, aber wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Das heißt, wir gehen jetzt zum Mittelbereich, zu der Flamme. In 3 Tagen geht's weiter. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Super, super gerne Daumen nach oben. Bis dann.